Hallo zusammen, hier geht es in diesem Teil der Vorlesung Einführung in die moderne Physik um den Welle-Teilchen-Dualismus. Wir hatten uns in den zurückliegenden Kapiteln schon den Fotoeffekt angeguckt und auch die Planck'sche Strahlung oder das Planck'sche Strahlungsgesetz. Und in beiden Fällen war es nur eine Beschreibung möglich, wenn der Strahlung, der elektromagnetischen Strahlung, auch Teilchencharakter zugeordnet wird. Und wir wollen uns hier jetzt angucken, die Implikationen, aber auch, was das im Einzelnen bedeutet, und zwar in einer etwas generalisierten Form. Die Aussage ist also ganz allgemein, dass abhängig vom Experiment die Dinge, was immer das ist, Eigenschaften einer Welle oder eines Teilchens haben. Und Dinge könnte entweder sein, ein Photon, Licht oder Elektronen, Atome, aber dann die Frage auch, ob ein größeres Objekt auch diese Eigenschaften hat, die man normalerweise mit einer Welle verknüpft. Gehen wir einen Schritt nochmal zurück und schauen uns an, wie wir Wellen und Teilchen üblicherweise charakterisieren, von der Mechanik kommt. In der Mechanik war das Zentrale, dass wir gesagt hatten, eine Welle ist etwas, was eine Zeit- und Ortsabhängigkeit hat, üblicherweise formstabil ist und beschrieben werden kann durch eine Gleichung, die hier ein Differential nach dem Ort, das ist jetzt nur in einer Dimension geschrieben, und nach der Zeit hat, diese Wellengleichung. Das war das Zentrale. F ist dabei irgendeine Amplitude. Die Phasengeschwindigkeit steht hier unten, das V. Phase. Für ein Teilchen würden wir üblicherweise sagen, ja, diese Teilchen haben eine Masse, haben eine Geschwindigkeit, haben vielleicht auch eine Ausdehnung, wie hier gezeigt, und eine Form. Das erlaubte uns in der Mechanik dann eine Beschreibung vorzunehmen. Die Welle hat, so haben wir es in der Mechanik ja gesagt, kann im einfachsten Fall sowas sein wie eine Sinus- oder Kosinusfunktion, die unendlich ausgedehnt ist, oder so ein Paket, wenn eine Überlagerung stattfindet. Das heißt, in allen Fällen ist aber diese Form zeitlich stabil, sie ändert nur die Position mit der Zeit. In der Mechanik, was war noch ein Teilchen? Wir haben was beschrieben, ziemlich schnell durch die Energie, kinetische Energie. Ein halb mv Quadrat, sozusagen Verbindung der Bewegungsgröße, Geschwindigkeit mit der Energie. Das könnte man auch über einen Impuls hinschreiben. Für die Welle war die Energie charakterisiert durch eine Abhängigkeit von der Frequenz, ν, proportional dazu, vom Quadrat der Amplitude dieser Größe f, was immer das ist, und proportional zur Phasengeschwindigkeit. Der Unterschied ist hier schon zu merken, die Materie, das Teilchen kann auch existieren, wenn keine Geschwindigkeit vorliegt. Die Welle ist, wenn sie sich nicht bewegt, nicht da. Keine Welle ohne Geschwindigkeit. Und diese Begriffe, die müssen wir noch ein bisschen auseinanderhalten, nämlich die Welle wird charakterisiert dadurch oder zeigt sich dadurch, dass sie Interferenz bilden kann, das heißt eine Überlagerung. Also gehen wir nochmal zurück zum Licht und fragen, wann ist Licht eine Welle und wann ist es ein Teilchen? Historisch ist es ganz interessant, dass Newton fest davon überzeugt war, dass Licht ein Teilchen ist. Und dann könnte man jetzt fragen, wie sieht es denn aus? Wie kriegen wir schon die einfachen Erscheinungen der Ausbreitung oder der Brechung erklärt durch diesen Teilchencharakter? Dann, historisch gesehen, gab es mehrere große Namen. Huygens, das kennen Sie von den Huygenschen Elementarwellen. Fresnel und Young, die zeigten durch Interferenzmessung, dass Licht vor allen Dingen Welleneigenschaften hat. Interferenz ist das Schlüsselwort, um eine Welle zu charakterisieren. Das heißt, das hatten wir auch in der Optik gesehen, Spalt, Doppelspalt und die Farben,
der Seifenblasen auch sind erklärbar durch Interferenz. Schauen wir uns ein ganz einfaches Beispiel an. Nehmen wir an, das Licht fällt hier in parallelen Linien. Das sollen die Wellenfronten sein. Das heißt, die Ausbreitungsrichtung ist in dieser Pfeilrichtung. Dieses Licht fällt auf irgendeine Blende, das heißt ein Hindernis, und man misst irgendwo auf einem Schirm, wie der Schatten von dieser Blende ist. Nach dem Teilchenmodell müsste im Zentrum der größte Schatten sein. Und das war historisch auch das, was man gesagt hatte. Die Verfechter des Teilchenmodells für Licht sagten, klar, wenn es eine Welle wäre, dann müsste im Zentrum doch Licht sein. Und das beobachtet man nicht, also ist keine Interferenz, also ist Licht ein Teilchen. Nur hat man dann diese Experimente tatsächlich mal durchgeführt mit größerer Genauigkeit und tatsächlich festgestellt, dass im Zentrum dieser Blende ein bisschen Licht ankommt. Und zwar immer im Zentrum. Erklärbar dadurch, dass der Weg von beiden Enden dieser Blende gleich lang ist, gleich weit und deswegen im Zentrum eine konstruktive Interferenz stattfinden muss. Und das war das Hauptargument dann zu folgern, dass Licht tatsächlich eine Welle ist. Also Interferenz zeigt, dass etwas eine Welle darstellt. Der Teilchencharakter des Lichts, der konnte sich zeigen, vor allen Dingen aus dem Fotoeffekt. Das hatten wir uns in einem früheren Kapitel angeguckt. Die Elektronen werden rausgeschlagen aus irgendeiner Kathode, abhängig davon nicht, wie stark die Intensität des Lichtes ist, auch davon, aber vor allen Dingen auch, wie groß die Frequenz ist, eine Frequenzabhängigkeit. Und dann kam daraus, ja, es muss ein Teilchen sein, und zwar ein Teilchen in dem Sinne, dass die Energie in Einheiten von h mal nü oder h mal c oder c0 durch Lambda auftritt mit diesem Planck'schen Wirkungsquantum. Das war das Hauptargument für oder das erste Argument nach der Planck'schen Hypothese, dass Licht ein Teilchen ist. Natürlich reicht ein Experiment nicht aus, um so eine weitreichende Folgerung zu treffen. Also hat man nach anderen Experimenten gesucht. Und ein weiteres ist der sogenannte Compton-Effekt, nach dem Menschen, nach dem Physiker benannt, der das zum ersten Mal gemessen hat. Dahinter steht die Streuung von Röntgenstrahlung, also von elektromagnetischer Strahlung mit hoher Frequenz, hoher Energie an Elektronen. Das heißt, in dem Teilchenmodell würde hier also irgendein Photon ankommen mit einer Geschwindigkeit, im Wellenmodell eine Welle. Dieses Photon trifft auf ein Elektron und stößt, ähnlich wie in der Mechanik, Teilchen reagieren miteinander, wenn sie stoßen. Es gilt Energieerhaltung und Impulserhaltung. Das heißt, je nachdem, wie der Stoß aussieht und die Masse der Teilchen ist, ist der Stoß anders und auch der Streuwinkelunterschied zwischen den Elektronen und dem Photon nach dem Stoß. Charakterisieren wir hier diesen Streuwinkel durch das Theta. Und die Beobachtung war, dass die Frequenz des Lichtes, was man misst, abhängig ist von dem Streuwinkel, der beobachtet wird. Aber dass diese Abhängigkeit unabhängig ist, was für ein Atom verwendet wird als Streuzentrum. Die Erklärung, die man dann fand, suchte und aufbaute, geht analog zu der, die man in der Mechanik zur Beschreibung von Stößen verwendet, also wie gesagt Energie und Impulserhaltung. Und die Beschreibung, das Experiment und die Beschreibung zeigten, dass ein großer Streuwinkel eine große Änderung der Wellenlänge des Photons nach sich zieht. Die Beschreibung durch Photonen
können wir hier nicht direkt hinschreiben. Das ist ein bisschen Algebra umstellen. Man muss da relativistisch rechnen. Die Rechnung ist an sich nicht schwierig. Das steht in vielen Physikbüchern. Und die Änderung der Energie, um die geht es, die das Photon also hat, können wir aufschreiben als die Energie nach dem Stoß minus Energie vor dem Stoß und die Energien jeweils ausdrücken durch H mal C0 Lichtgeschwindigkeit mal 1 durch Wellenlänge. Also hier dann die Differenz von diesen reziproken Wellenlängen. Und da kam raus in guter Übereinstimmung mit den Experimenten, dass diese Änderung der Wellenlänge beschrieben werden kann durch einen Vorfaktor, H durch ME, Masse des Elektron mal C0, und einem Term, der die Winkelabhängigkeit hat, 1 minus Cosinus Theta. Also so sieht das dann ungefähr aus, diese Winkelabhängigkeit. Dieser Vorfaktor hier, der wird Compton-Wellenlänge des Elektrons genannt, ist in dem Fall, wenn man die Zahlenwerte einsetzt, 0,00243 Nanometer. Also klein, kleiner als ein Atom, was ja in der Größenordnung von 0,1 Nanometer liegt. Also Stoß, Energie und Impulsänderung. Für diese Beschreibung durch diesen Stoß wurde natürlich ein Ansatz für den Impuls verwendet, oder der war notwendig, und der hier gemacht wurde, war, dass angenommen wurde, dass der Impuls H durch Lambda ist. Das ist also die Beziehung, die das Pendant ist zum Energieausdruck E gleich H mal Nü. Der Impuls lässt sich auch korrelieren mit der Frequenz oder so hingeschrieben der Wellenlänge des Lichtes. Wenige Jahre später verallgemeinerte de Broglie dieses Resultat 1924 und postulierte ganz allgemein, dass Materie, egal ob es Atome, Elektronen oder was auch immer ist, Teilchen und Wellencharakter gleichzeitig hat und dass es eine Übersetzung, eine Korrelation gibt zwischen der Energie, immer mit der Beziehung H mal Nü, also hier eine Frequenz, und der Impuls immer in der Weise, wie wir es eben schon gesehen hatten, mit der Wellenlänge korreliert ist. Also Wellenlänge und Frequenz sollen jetzt einem Teilchen zugeordnet werden. Und das ist doch höchst merkwürdig, denn ein Teilchen würden wir üblicherweise beschreiben durch Position und vielleicht Geschwindigkeit oder Impuls aus der Mechanik. Wenn dem so ist, dass diese Teilchen aber Wellencharakter haben, dann muss auch Interferenz sichtbar werden, messbar sein. Schätzen wir das erstmal ab, um zu sehen, ob das, wie das beobachtet werden kann. Setzen wir einfach mal ein, wir haben eine Masse 100 Gramm, also irgendeinen kleinen Ball. Gut, das hier sind nur ein paar Gramm, ein bisschen schwerer. Und Geschwindigkeit 100 Kilometer pro Stunde. Das heißt, für die Energie kommt raus ein halb mv², Masse 0,1 Kilogramm. V ist ungefähr 28 Meter pro Sekunde, das quadriert, kommt eine Energie raus. Wenn wir das mit dem H umrechnen in die Frequenz, kommt da als Ergebnis ungefähr 5,8 mal 10 hoch 34 Hertz. Kann man das messen? Natürlich nicht, viel zu groß. Licht im sichtbaren Spektralbereich hat so über den Daumen die Frequenz 10 hoch 15 Hertz, also Schwingungen pro Sekunde. Hier sind wir fast 20 Größenordnungen schneller, also eine extrem hohe Frequenz. Die Wellenlänge, wenn wir die nach der Beziehung hier ausrechnen, Lambda ist H durch P, kommt raus irgendwas mit 10 hoch minus 34 Meter. Das heißt, die ist sehr klein. Nochmal, ein Atom hat sowas, Größenordnung, Durchmesser von
10 hoch minus 10 Meter. Also da sind wir 24 Größenordnungen kleiner als ein Atom. Das ist nicht messbar. Die Wellenlänge ist viel kleiner als alle Objekte, die es gibt in dieser Beschreibung, Atome oder Elektronen. Und deswegen spielt die Wellenlänge und die Frequenz in dem Sinne keine Rolle. Interferenzen sind nicht messbar. Um jetzt hier mal die Wellenlänge und die Frequenz für ein wirklich makroskopisches Objekt hinzuschreiben, ein Mensch oder ein Tier, 100 Kilogramm, was sich langsamer bewegt, kommt immer noch sowas raus. Frequenz 10 hoch minus 10 hoch 36 Hertz, Wellenlänge 10 hoch minus 36 Meter. Das ist jenseits von messbaren Größen. Deswegen spielt also, selbst wenn diese Beziehungen von de Broglie stimmen, spielen für makroskopische Teilchen keine Rolle. Also in unserer normalen Alltagswelt, wo es nur makroskopische Objekte gibt, wird das irrelevant sein. Da ist die Annahme, die Beschreibung über Teilchencharakter, Mechanik und Bewegung und so weiter, ist wohl das Angemessene und nicht die Wellennatur, die braucht nicht benutzt werden. Für ein Elektron sieht das aber etwas anders aus. Die Masse ist nur 10 hoch minus 31 Kilogramm mal 9,1. Dementsprechend ist die Wellenlänge, auch wenn die Masse kleiner ist, größer. Um das zu messen, kann man folgendes Experiment vornehmen. Man nimmt ein Heizdraht, in dem also eine Spannung angelegt wird, die Temperatur wird erhöht, Elektronen treten durch diesen Prozess aus und durch Anlegen von der Beschleunigungsspannung werden die Elektronen beschleunigt. Wenn dann diese beschleunigten Elektronen hier nicht nur beschleunigt werden, sondern eben durch eine Blende auch in der Mitte hindurchlaufen, kann man sie dazu bringen, dass sie mit anderer Materie, in dem Fall zum Beispiel Graphit, Wechselwirkungen, das heißt, die werden da reinlaufen und gestreut werden, das heißt, die Bahn ändern. Und was man messen kann, ist dann also den Verlauf, das Beugungsmuster, was hier hinten entsteht, wenn es sowas gibt, von den Elektronen an dem Graphit. Wenn Elektronen keine Welleneigenschaften haben würden, sollten, dann würden die Elektronen hier einfach weiterlaufen und gestreut werden, vielleicht wie Kugeln, eine Billardkugel an vielen Billardkugeln, aber es würde zu keinem Interferenzmuster führen. Gucken wir, bevor wir uns das Experiment angucken, gucken wir uns an, wie die Beschreibung aussehen kann. Die kinetische Energie von diesem Elektron hängt dann also ab, ein halb m e, Masse des Elektrons mal Geschwindigkeit zum Quadrat, von der Spannung, Beschleunigungsspannung mal Ladung. Das heißt, die Geschwindigkeit können wir in der Form hinschreiben, abhängig von Wurzel 2 m e, e mal ub. Die Wellenlänge ist dann h durch mev in dieser Form hinschreibbar. Das heißt, abhängig von 1 durch Wurzel ub. Eine höhere Beschleunigungsspannung führt also zu einer kleineren Wellenlänge. Wenn wir die Zahlenwerte einsetzen, kommt daraus für die Wellenlänge 1,226 Nanometer mal 1 durch Wurzel ub, wenn dieser Wert von ub jetzt in Volt eingesetzt wird. Als Tabelle hier die Spannung, hier die Wellenlänge, eine Spannung, Beschleunigungsspannung und damit die kinetische Energie, die das Elektron hat von 1, gibt eine Wellenlänge von 1,22 Nanometer, ub höher, 10.000 ist die Wellenlänge 0,0122 Nanometer. Und damit
in der Größenordnung oder kleiner als das Objekt von Atomen, von diesem Graphit. Und das können wir uns in einem einfachen Experiment angucken. Das ist eine Elektronenröhre. Da ist diese Elektronenquelle im unteren Teil. Und hier sieht man diese Blende und eine weitere zwei Blenden, wo die Beschleunigungsspannung angelegt wird. Die Elektronen rauschen also durch diese Röhre. Hier sieht man das Glühen des Heizdrahtes. Und am vorderen Ende der Röhre ist ein Fluoreszenzschirm. Das heißt eine Schicht drauf, die angeregt wird zum Leuchten, wenn Elektronen auftreten. Und wenn die Beschleunigungsspannung hoch ist, dann wird beobachtet, dass das ein Muster entsteht, ein Ringmuster dieser Fluoreszenz. Und das Ringmuster ändert die Größe abhängig davon, wie groß die Beschleunigungsspannung ist. Hier läuft tatsächlich der Elektronenstrahl durch eine dünne Graphitschicht. Und dieses Graphit, das ist eine Anordnung von Kohlenstoffatomen, die führt dazu, dass die Elektronen interferieren, also die Welleneigenschaften der Elektronen sichtbar wird. Und wenn man die Beschleunigungsspannung weiß, die Geometrie und also den Abstand zum Leuchtschirm und einmal ausgemessen, wie groß dieses Ringmuster ist, lässt sich entweder auf die Wellenlänge schließen, wenn man weiß, wie groß der Atomabstand in dem Graphit ist, oder umgekehrt der Atomabstand bestimmen, ausrechnen, wenn man die Wellenlänge weiß. Eine Anwendung davon ist das Elektronenmikroskop, die Elektronenmikroskopie. Lichtmikroskope, also mit sichtbaren Wellenlängen zwischen 400 und 700 Nanometer, sind begrenzt in der Ortsauflösung durch diese Wellenlänge. Also für die Messung, Beobachtung von kleineren Objekten braucht man kleinere Wellenlängen. Und diese Elektronen haben tatsächlich, wie wir eben ausgerechnet abgeschätzt hatten, kleinere Wellenlängen und daher lassen sich kleinere Objekte sichtbar machen. Eine Anmerkung noch dazu: In der Optik haben wir schon in einem Kapitel gezeigt, dass Licht auch einen Photonendruck aufbauen kann, oder in der Beschreibung, dass ein Impuls in der Welle drin steckt und der sah aus als Energie durch C0. Und wenn man das einsetzt für diesen Strahlungsdruck oder den Strahlungsimpuls, kommt tatsächlich die Beziehung raus, die auch de Broglie postuliert hatte. Der Impuls ist h durch Lambda. Zurück aber nochmal zu dieser merkwürdigen Eigenschaft. Da wundert man sich doch schon, was denn diese Welle und dieses Teilchen so gemeinsam haben und was sie unterscheidet. Wenn wir nochmal zum Licht zurückgehen und zu einem der ersten Experimente in der Optik in diesem Bereich bei der Interferenz, dann ging es darum zu beschreiben, wie das Muster ist bei einem Einfach- oder bei einem Doppelspalt. Doppelspalt hieß, man hat zwei Blenden im Abstand, Licht fällt ein und auf dem Schirm wird ein Interferenzmuster beobachtet, was in der Form aussieht. Wenn jetzt Elektronen auch diese Welleneigenschaften haben, müsste das doch genauso primitiv an einem Doppelspalt beobachtbar sein. Und das hat man tatsächlich untersucht, erst in den 1960er Jahren mit Elektronen, die eine relativ geringe Geschwindigkeit hatten und tatsächlich bei diesem Doppelspalt so ein Interferenzmuster beobachtet, was von der Geometrie, nicht von der Größe, aber von der Geometrie genauso aussah wie bei Licht. Überaus merkwürdig
weil es unserer Alltagserfahrung entgegensteht, aber überaus intuitiv, das in einem Experiment so deutlich zu sehen. Da treten viele Fragen auf, weil das unserem Alltagsgebrauch dieser Begriffe so widerstrebt, das so auszudrücken. Ein Problem ist, wenn wir diesen Doppelspalt nochmal betrachten und hier kommt ein Elektron an, dann würden wir üblicherweise sagen, das Elektron geht entweder durch eine Öffnung oder durch die andere. Wenn aber Interferenzen auftreten, kann das nicht sein, sondern das Elektron, besser gesagt die Welle, die das Elektron beschreibt, muss durch beide Öffnungen gehen. Ist doch merkwürdig. Können wir nicht beschreiben, wenn wir nur den Teilchencharakter des Elektrons verwenden. Eine andere Frage, die damit zusammenhängt, ist genauso merkwürdig. Wie groß ist denn jetzt ein Elektron, das Teilchen? Bei einer geometrischen Größe können wir es ausmessen, genau angeben, so und so viel, hier vielleicht ein Zentimeter. Beim Elektron würden wir erwarten, dass wir genau so eine Größe angeben können, in Einheiten von Metern oder Nanometer, jedenfalls eine Größe. Das ist anders bei einer Welle. Wie groß ist eine Welle? Das Problem ist, wenn wir eine Wasserwelle oder eine akustische Welle beschreiben wollten über einen Sinusausdruck, dann heißt das Sinus Omega T oder x mal k minus Omega T, die ist im Prinzip unendlich lang. Kann das sein? Das würde heißen, unendlich lang räumlich, dass sie eine unendlich lange Ausdehnung hat, von minus unendlich bis plus unendlich, genauso zeitlich. Real ist das nicht, da wird eine Welle eher so aussehen. Aber wie groß ist denn jetzt die Welle? Wie können wir die charakterisieren? Ein weiteres Problem ist, wenn diese Elektronen tatsächlich Interferenz zeigen, was schwingt denn da? Was ist die Amplitude beim elektrischen Feld in der elektromagnetischen Welle? Ist es klar, ein E-Feld und senkrecht dazu ein B-Feld. Bei der akustischen Welle ist es Druckschwankung. Ist die Welle longitudinal oder transversal? Das sind wichtige Fragen, die plötzlich aufgeworfen werden und auf die wir hier jedenfalls keine Antworten geben können. In den nächsten Kapiteln werden wir uns noch angucken, wie die Beschreibung von diesen Welleneigenschaften von Teilchen, von Elektronen oder Atomen im Formalismus der Quantenmechanik vorgenommen werden kann. Wir werden auch uns anschauen, was es mit der Heisenbergschen Unschärferelation auf sich hat. Die drückt nämlich genau aus die Frage, wie groß, wie lang, wie variabel so eine Teilchenwelle ist. Also der Begriff Welle-Teilchen-Dualismus steht als zentrale Größe zur Beschreibung der modernen Physik, stellt auch etwas dar, was mit unserem Alltagsverstand, mit unserer Alltagserfahrung nicht erklärbar ist, der entgegenläuft und nur beschrieben werden kann und nur beobachtet werden kann bei Teilchen, die klein sind. So viel aber hier erstmal. Tschüss, bis bald.